wissen wir überhaupt, wie wir irgendwas craften? Ja, wissen wir. Ah ja, eine Rohrbombe. Mit der Rohrbombe. Ich habe noch nicht mal eine Rohrbombe ausprobiert. Okay. Also Abby, ich würde mal behaupten, dadurch, dass da so viele Zahnräder drin sind und ich in Physik ein bisschen aufgepasst habe, so schwer brauchst du da nicht reden. Shit, tut mir leid. Alles okay? Ja, Kurbel gebrochen. Und jetzt? Abby ist so stark. Abby, da. Eine Luke. Manny, halt durch. Wir finden einen Weg aufs Dach. Okay. So, genießt du die Fahrt mit uns? Tja. Erinnere mich dran, Manny zu danken. Ich bin froh, dass ich dabei bin. Ich helfe lieber, als nur von so etwas zu hören. Oh, warte. Dialoge nehmen wir auf jeden Fall alle mit. Hey, warum gehst du mir aus dem Weg? Das mache ich gar nicht. Komm schon, du hast der Jackson kaum ein Wort zu mir gesagt. Ich weiß nicht. Ich schätze, ich war auch von Jackson geschockt. Meinst du, Joel hat er das nicht verdient? Er hätte Schlimmeres verdient, aber ich wäre lieber nicht dabei gewesen. Verstehe. Er ist zu so etwas fähig, hä? Das meinte ich nicht. Mal sehen, ob wir zu Luca kommen. Okay. Aber Mel, auch wenn du nicht viel mit Abby geredet hast, Dina hat weniger mit, Hilf mir da hoch. Dina hat weniger mit, Ich mag Ideen. Okay, hoch mit dir. Ich hab's. Schön auf den Bauch legen in der Schwangerschaft. Und, deine Idee? Sekunde. Was machst du da? Ich bringe uns hier raus. Okay, aber langsam. Ein Vorteil, schwanger zu sein? Mein niedriger Schwerpunkt. Ich nehme dich beim Wort. Geschafft. Weil die Frau ist schwanger. Die ist hochschwanger. Luft, komm hoch. Danke. Weil die Frau ist hochschwanger. Also nochmal, ich weiß ja nicht. Wir haben ja, glaube ich, so den ein oder anderen Familienvater hier. Oder Onkel. Oder Bruder, Tante. Ihr wisst, was ich meine. Und ihr habt schon mal eine Schwangere gesehen. Eine Hochschwangere. Die ist hochschwanger. Oder auch eine Mutter. Entschuldigung, habe ich vergessen. Oder auch eine Mutter. Patentante. Die ganze weibliche Seite. Die ist hochschwanger. Who cares? Who cares? Hast du schon mal eine Hochschwangere gesehen? Die macht das nicht. Okay, wir kommen der Luke näher. So schwanger sieht die nicht aus. So, gut. Es ist ein Spiel und nicht die Realität. Es macht null Sinn. Verstehst du? Also Dina war noch nicht mal ansatzweise schwanger, hat einmal gekotzt und durfte das Theater nicht verlassen. Die Frau ist hochschwanger. Such mal den Sinn in dem Spiel. Nee, der Entwickler hat hier bei der Sache ein bisschen gepatzt. Denn die eine hat noch nicht mal einen Bauch und kotzt und darf nicht rausgehen. Aber die mit so einer Plauze kann machen, was sie will hier. Das erinnert mich an Owens Boot.
schwanger ist krank. Doch. Ellie hat vor... Ellie hat doch gesagt, dass Dina krank ist. Zu Jesse. Ist er immer noch mit Reparieren beschäftigt? Ja. Aber er meint, er wäre jetzt bald fertig. Bald. Jeder hat seine Leidenschaft. Bei mir ist Hundespielzeug. Yep. Und bei mir die blöden Münzen. Die Laufplanke dafür zur Luke. Aber wie kommen wir zu der Planke? Pixar, hast du einen schlechten Tag gehabt, oder was? Oder musst du für dein Spiel einstehen und es verteidigen? Oder was ist der Sinn dahinter? Aber wenn dir was nicht passt, mach einfach aus. Okay, sieht gut aus. Mach einfach aus. Lag dich doch damit nicht rum. Und ganz ehrlich, in der Form schwangere Frau bei einem vollen Stadion... Nochmal, mit vollen Stadion, mit Menschen, muss die Frau doch jetzt nicht rausgehen. Nur mal wirklich. Oder soll das jetzt wieder zeigen, Frauen in der Schwangerschaft sind auch stark und unabhängig? Das wissen wir auch so. Aber das ist doch, was soll das denn? Und die eine Schwangere wird behandelt wie Zucker und Mrs. Puffy Puff und die geht hier noch raus und klettert rum und pipapo. Jetzt? Hier ist noch das Seil. Das Seil, das nehme ich ja. Also bitte. Wo ist denn das Seil? Wo ist denn? Ach so, das hier. Yes. Gut. Ich hab's nicht gesehen. Oh, geh tief runter. Schlimm mit der Höhenangst? Besonders, wenn ich runtersehe. Da sind sie. Manny, wir sind gleich da. Okay. Da, die Basis endlich. Fast geschafft. Wir können bestimmt über die Gleise. Sollen wir erst vom Dach runter? Bitte. Es ist schwer vorstellbar, dass du Angst vor was hast. Ich bin nicht so furchtlos, wie du denkst. Jetzt hör auf. Deine Operation, das könnte ich nie. Hätte zu viel Angst, das zu vermasseln. Glaubst du, mir geht's anders? Nun ja, mein Dad hat immer gesagt, du wärst seine beste Studentin. Echt jetzt? Tja, du meintest ja immer, er wäre ein Idiot. Komm. Alice, braves Mädchen. Wurde auch Zeit, dass ihr das hinkriegt. Ziemlich ruhig hier, was? Ja, gefällt mir nicht. Gut, wir sind fast an der Basis. Mann... Wenn wir wieder zu Hause sind, hau ich mich auf die Couch, zieh mir einen Film rein und sauf mich ins Koma. Boah, wir sind gerade mal 5 Meter gegangen. Aha. Welche Drinks? Welcher Film? Ha. Sehr neugierig. Der Film ist der mit dem, ¿cómo se llama? Mädchen und dem Wolf. Ach, den liebe ich. Und der Drink... Meinen Mezcal von der Party letzte Woche. Verzeihung, du meinst unseren Mezcal. Si. Ich lass dir was übrig. Ach, jetzt hätte ich echt Lust auf einen Drink. Wenn ich nicht schwanger wäre. Und auf der Flucht.
Das Tor ging nicht mehr zu. Wir haben die Kurbel abgerissen. Deswegen mussten wir übers Dach gehen. Okay, interessant. Chat, wartet. Ich muss schnell. Okay. Ich muss noch schnell den Zettel einheften. Aber ich habe jetzt extra so eine Karte reingemacht, um das zu trennen. Also das ist jetzt hier Abbys Teil. Jetzt mal ohne Scheiß. Von den Mods da draußen, kann irgendjemand einen Befehl machen mit Ausrufezeichen Zettel, wo mitgezählt wird, wie viele Zettel wir ab jetzt einsammeln? Das würde mich mal interessieren. Nee, das ist nicht Vergangenheit, das ist Gegenwart. Das ist Gegenwart, Critical. Wir spielen jetzt die andere Seite von der Story aus Abbys Sicht. Wir sind gerade bei Seattle Tag 1. Nee, das ist die aktuelle Gegenwart, Critical Hit Sense. Was Gutes? Hier könnte ein Waffenlager sein. Hört sich gut an. Oder täusche ich mich jetzt gerade? Also ja, es ist Vergangenheit aus Ellies Sicht, aber bei Abby ist es Gegenwart. Stimmt, ihr habt recht, wir sind in der Vergangenheit. Zettel zählen nicht. Scheiße, Kommando zurück. Ihr habt recht, ich hatte einen Denkfehler. Ich hatte einen Denkfehler. Ihr hattet recht, du hast recht, Critical. Stimmt. Okay, wir folgen den Schienen. Die führen uns zum Hauptweg der Basis. Gefällt mir nicht. Ich weiß. Haltet die Augen offen. Können wir über die Mauer? Ich wüsste nicht wo. Oh, sind das schon wieder die Boys aus der Hood? Ja. Ruhe. Da sind mehr von denen. Oh. Die Schattenader, die Zettel aus der Vergangenheit werden nicht mitgezählt. Oh, da geht's. Oh, das lohnt nicht. Kann man hier leise vorgehen oder? Oh ja. Die Axt ergattert. Die war doch mal. Nicht entkommen! Oh oh, warte. Oh Gott, nein! Nein! Halt, stopp, ich muss kurz heilen. Pause! Pause! Hey. Oh. Thank you.
Oh, hier ist noch einer. Abby! Jetzt hau doch. Ich werde von allen Seiten beschossen. Wo sind denn meine Teammates? Oh. Warte. Oh shit, ich kann mir auch keins mehr machen. Das dringende Pfeifen. Oh oh. Abby? Okay, Abby ist dead. Da sind mehr von denen. Wohl egal. Jeder tote Wolf ist ein Schritt zu einer besseren Welt. Augen auf. Ja, Chef. Was zum Wolves! Pass auf! Hey! I'm dead. Sie können nicht weit sein. Verdammt! Aufgepasst! Sie beschützen mich. Oh oh. Hey. Du
solltest fliehen. What? Hey, ich glaube, wir haben alle. Verdammte Scheiße. War's das? Ich glaube, wir haben alle. Ich sehe keine mehr. Mir nach. Auf geht's. Gut. Wir haben keine Munition mehr. Wir haben eigentlich nichts mehr. Außer ein Knüppel. Hey, Close Line, moin. Sleepy Two-Face, ich grüße dich auch, Moinsen. Wo ist denn Mel eigentlich? Oh, Mel hat sich die ganze Zeit irgendwo versteckt, okay. Leute, hier oben. Komm schon. Habe ich arg viel verpasst heute? Wir sind gerade... Da, wir sind fast da. Also... Abby ist ins Theater gekommen. Hat Jesse erschossen. Und hat Tommy überwältigt und Ellie ist gerade da. Und Abby hält die Waffe auf Ellie gerade und hat jetzt... Wir sind zurück in der Vergangenheit. Also wir haben jetzt rausgefunden, dass Joel Abbys Vater erschossen hat. Und Abby dann... im Gegenzug, weil persönliche Vendetta, den Joel getötet hat. Und jetzt spielen wir Abby von Seattle Tag ein. Sie sind nah. Also wir gehen jetzt quasi die Story nochmal mit Abby durch. Ich bin halt fast tot. Eli! Wir werden angegriffen! Das kam aus dieser Richtung! Es sind zu viele! Wie wär's denn, wenn die Begleiter mal... Entdeckung! Los! Helfen! Mir geht die Munition aus! Ihr kriegt mich nicht, ihr Psychos! Es sind unsere Leute! Ich benenne meine Kinder nach euch. Na los, verschwinden wir von hier. Bereit? Gut, dass ihr da wart. Gut, dass wir vorbeigefahren sind. Haben die Schüsse gehört. Jo, danke. Spart eine Menge Munition. Wobei, los geht's. Shit. Scheiße, alles okay? Ich will's wohl überleben. Hier. Hey, zeig mal die Hand. Alle da. Ich weiß, wir sind fast da. Oh, fuck. Lasst sie durch. Ja.
Was? Dein Rücken. Drück so fest du kannst, okay? Ach du Scheiße. Ich hab nichts gespürt. Hey, wir haben zwei. Er hat eine Schusswunde an der Hand. Hey. Du warst gar nicht schlecht. Fast schon ein Kompliment. Lass dir helfen. Bleib, Alice. Komm mit, hier lang. Sitz. Das war ziemlich viel Blut, oder? Muss ich schon. Das wird wieder. Das wird wieder. Team, wir machen das Beste aus 70 Euro, Smash. Ich glaube, wir haben eine Menge Spaß dabei. Hey, was haben wir denn da? Hey, auf geht's. Das ist Alice. Komm, Alice. Braves Mädchen. Danke. Diese neuen Rekruten. Ich traue ihnen nicht. Danke nochmal, Leute. Hey, Manny, warte mal. Du hast doch Kontakte. Weißt du, was los ist? Was meinst du? Wir sind hier seit 3 Tagen stationiert und es passiert einfach nichts. Dann solltet ihr uns wohl für die Abwechslung danken. Komm schon, du schuldest uns was. Hör dich mal um. Okay. Wir melden uns an. Wir reden später. Okay, danke, Mann. Okay, danke, Mann. Und, was hat er gesagt? Er weiß es auch nicht. Ja, klar. Er darf es nur nicht sagen. Nein, er ist mein Freund. Er weiß nichts. Ist egal. Und wir tappen weiter im Dunkeln. Nee, weiß gar noch nicht. Hey, ihr zwei. Was gibt's für uns? Kein Auftrag. Meldet euch bei Isaac. Wir beide? Ja. So voll war's hier noch nie. Irgendwas ist los. Suchen wir Isaac. Wir sollten zuerst nach Mel sehen. Ich kenne hier überhaupt keinen. Du? Hallo, Abby. Hallo. Hey, Amiga. Abby, komm mal kurz. Ja? Wegen dem Hinterhalt. Wo war das? Ungefähr hier. Bei den Lagerhallen. Shit. Die schleichen sich immer wieder durch. Weißt du, wo Isaac ist? Gerade eben war er noch hier. Okay, danke. Wir schauen mal. Du musst hier nicht. Okay, die gute Nachricht, nicht ist ausgeführt. Du kannst nach Hause. Das ist doch was. Den Rest meines Lebens ein kaputtes Bein sein. Ach, das war das gut. Es ist alles zu verlieren. Ich hab ja gewartet. Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Wir müssen keine Sorge. Hey. Hey, Whitney. Oh, hey, Abby. Was gibt's? Weißt du, was hier vor sich geht? Schön wär's. Ein paar wurden zum Krankenhaus geschickt. Für Nachschub. Spannend. Ja, genau. Ist das Spiel gut? Echt schwer. Aber wirklich gut. Hat auch coole Musik. Lass dich nicht stören. Man sieht sich. Stimmt, Hotline Miami ist ein sehr gutes Spiel. Verdammte Videospiele.